Auf jeden Fall, also spielt sich schön. Muss man jetzt nicht wirklich jedes Mal durchspielen, wie ich finde. So, jetzt legen wir noch das File an. Ja, wir möchten damit beginnen. Und wir spielen diesmal mit Beck. Genau. Dem Mighty Number 9. Ja, das kennen wir alles schon. Blablub. Und Mighty Number 9, ja, da bin ich auch Bäcker. Nein, ich bin nicht so ein Typ, der... Weiß ich nicht, der Brötchen und Brot herstellt, sondern ich bin ein Typ, der dieses Spiel unterstützt hat. Boom! Und ja, Mighty Number 9 hat in diesem Fall, also Beck hat in diesem Fall einen Dash, der Schaden macht. Ja, außer natürlich, man wird mittendrin getroffen, ne? Boom! Ja, aber dafür hat er keinen Doppelsprung. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja. So. Und zack. Da lang. So, wir sind natürlich wieder woanders zuerst. Das ist, glaube ich, war das jetzt das Labor oder war das der Tower? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So, jetzt holen wir uns aber erstmal ein Leben. Denn wir brauchen das ja unbedingt. So, und jetzt können wir natürlich auch den, naja, Slide Dash machen. Pschu. So. Das war schlecht. Au. Das auch. Lass mich doch. So. Vielleicht sollte ich wirklich mal so ein bisschen versuchen, hier schnell durchzukommen. Und nicht darauf achten, ob ich jetzt Punkte unbedingt haben will. Wäre natürlich eine schöne Sache. Bam! Voll durchgezogen. Oh, ich hasse das. So. Dich hasse ich auch. Dich auch. Die Früchte hasse ich auch. Dich natürlich auch, weil du bist der gleiche wie der davor hin, den ich auch schon gehasst habe. Und das, was jetzt kommt, das hasse ich genauso, deswegen schieße ich so schnell wie möglich ab. Ja, und diese Flammenwände, die hasse ich auch. Boom. Ja, ich wollte mal sehen, ob ein Dash vielleicht auch eine schöne Idee wäre, aber eher nicht so. Hilfe! Ich will dich nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Mir nicht so weh. Puh. Das war okay. Das war sehr okay sogar. Das war äußerst okay, wenn man so will, aber. Ja. Jetzt muss ich hier zusehen, dass ich nicht weiter getroffen werde. Ah, Mann! Warum macht der immer eine und dieselbe Attacke? Das ist ja wie in. Wie in. Weiß ich nicht. Irgendwie Tekken oder so, wo einer einen immer von den Füßen holt. Wobei, das ist wohl eher Soul Calibur, wo ich das herkenne. Nicht so unbedingt Tekken. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind ein Level weiter. Und sind in der Schule gelandet. Ich weiß, das ist das zweite Level auf jeden Fall gewesen, als ich das erste Mal mit Beck durchgespielt habe. Also, wäre möglich, dass das hier wirklich auf den Spieler einfach nur ankommt, in welcher Reihenfolge die Level... Ja, in welcher Reihenfolge die Level dann halt erscheinen, auftauchen, was auch immer. Aber ich war mir nicht sicher, ob jetzt das Level, was wir gerade hatten, dann wirklich auch das erste Level war, was ich beim ersten Durchspielen hatte. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Egal, wir wollen hier jetzt erstmal nur der Liebe ausweichen. Denn Liebe ist tödlich, das lernen wir aus diesem Spiel. Liebe ist, Liebe verletzt einen. Wie tiefgreifend das doch ist, das mag man gar nicht glauben. So, jetzt lade ich schon mal mein Schüsschen auf. Boom! Was eine schlechte Idee war. Weil mein Schüsschen ist kein Schüsschen, sondern ein Dash. Und da sollte man sowas vielleicht unterlassen. Manchmal. So, und schwupp!
Und schwupp! Und schwupp! Hier gibt's nichts. Okay. Na dann machen wir hier wieder die Spinte kaputt oder was das sind. Wieso muss man auch ausgerechnet in einer Schule solche, weiß ich nicht, Schießereien veranstalten? Ja. In Amerika ist das natürlich ganz normal. Ah, ein Thema, was ich noch ansprechen wollte. Genau, für alle, die noch tatsächlich zuschauen. Weil das Spiel ist ja eigentlich schon zweimal, beendet. Und zwar, wieso kann ich überhaupt Mighty Gunvolt spielen? Das hat was damit zu tun, für Leute, die Mighty No. 9 gebackt haben, also unter anderem Moa, gab es einen Download-Code für eben Mighty Gunvolt, so einfach mal so gratis. So, und ich habe mich natürlich voll über diesen Download-Code gefreut, weil ist ja wahrscheinlich ein cooles Spiel und sowas. Und hab dann mitgekriegt, oh, der Download-Code, der da verteilt wurde, ist leider ein amerikanischer und kein europäischer. Also sind ja eShop-Codes und so. Au, das war echt schlecht. Hilfe! Ah! Kommen da noch mehr? Ey, könnt ihr nicht damit aufhören? Komm. Naja. Jedenfalls, dieser europäische Download-Code funktioniert natürlich, dieser amerikanische Download-Code funktioniert bei mir nicht, eben wegen dieser, wegen meines europäischen 3DS, der nun mal nicht amerikanisch ist und keinen amerikanischen eShop hat. Ne? Macht Sinn, oder? Also, dann dachte ich mir, okay, dann hole ich mir halt die europäische Variante. Und dann merke ich, es gibt gar keine. Zumindest noch nicht. Man arbeitet wohl daran, eine europäische Übersetzung zu bringen. Ja. Aber die ist eben noch in der Mache. Und gleiches gilt übrigens auch für Azure Striker Gunvolt, für das ich mir tatsächlich 15 Euro auf dem auf meinen 3DS eShop-Account da geladen habe. Nun, da ist es wirklich blöd, wenn man dann erst im Nachhinein rausfindet, das hat man umsonst gemacht. Naja, umsonst nicht, es hat ja was gekostet. Jedenfalls. Nun dachte ich mir, ja, was machst du jetzt? Hab also erstmal nichts gemacht, weil es ging einfach nichts. So, und dann gab es da so einen netten Typen, der hat, sich irgendwann mal diese Spiele aus dem eShop geladen und hat für eine gewisse Methode, mit der man auch Region Free bekommen kann, oder für so eine gewisse Methode diese Spiele mehr oder weniger kostenlos veröffentlicht. So, und wie ist jetzt eigentlich, das wüsste ich gerne mal, wie ist die rechtliche Situation, wenn man etwas geschenkt bekommen hat und dann, naja, das im Grunde nicht benutzen kann, weil es, weil einfach Limitierungen vorhanden sind, die das verhindern, ist es dann eigentlich eine rechtliche Grauzone, beziehungsweise sogar, rechtlich nicht zu beanstanden, wenn man sich, eine Version holt, die, naja, nicht durch den Verkauf angeboten wird, sondern durch einen nicht zum Verkauf oder zum Verteilen berechtigten Dritten. Wie auch immer, hat man Anspruch auf das Spiel, wenn man, wenn man es nicht so bezieht, wie es eigentlich gedacht ist, obwohl man es ja, sogar geschenkt bekommen hat. Wäre es denn eigentlich nicht sogar eine Frechheit, jemanden ein Spiel nicht spielen lassen zu können, das man einem geschenkt hat? Das ist eben die Frage. Und ich für meinen Teil werde mir sowieso Mighty Gunvolt und Azure Striker Gunvolt kaufen, sobald es im europäischen eShop da ist. Das ist natürlich jedem selbst überlassen.
Aber ich würde es halt tun. Ich habe sowieso die 15 Euro drauf. Und wenn es so ist wie in Amerika, oder, in Nordamerika, weil wie auch immer, in dem E-Shop da, dann würde man zu zum Kauf von Azure Striker Gunvolt sowieso das Mighty Gunvolt noch extra dazu bekommen, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Und wenn nicht, naja, okay, lade ich mir halt nochmal 10 Euro drauf und kaufe mir für 4, werden es wahrscheinlich sein, dann nochmal... Ups. Bums. Ah, Pac-Man, hör auf! Meine Schüsse sind nicht schnell genug dafür. Ja, da, es klappt fast gar nicht. Nur wenn man ganz nah dran ist. Boah. Jedenfalls genug von solchen Szene-Themen. Upsa. Oh Mann. Naja, wenigstens ist er gleich weg und ich habe fast noch gar nichts an Schaden eingesteckt. Aber jetzt kommt natürlich wieder der Angriff, der das zu ändern weiß. Boom. Na, diese Eier, die kann ich auch wegmachen. So, und da waren wir dann schon fertig. So, jetzt kommt noch ein Level. Meine Güte. Ich hatte gedacht, ich bin vielleicht schon fast am Ende, aber nein. Blub, blub, blub. Boom. Ah. Lass mich. So, das hier war der Tower, nicht wahr? Ja. Das andere war dann die Train. Genau, stimmt. Das erste Level, in dem wir waren, war der Zug und das hier ist der Turm. Das wollte ich jetzt gerade nur noch mal für mich selbst irgendwie begriffen haben. So. Okay, Turm erkennt man daran. Sieht zwar von den Farben her ein bisschen aus wie Zug, aber hat eben diese komischen... Schieß-Drück-Dinger. Ah! So. Und schwupp. Ah, ich wollte doch nur da durch. Ja, und theoretisch könnte ich hier sogar da hoch, aber so viel bringt mir das nun wirklich nicht. So, und du bist weg. Schwupp. Ja, nehmen wir mal wieder was mit. Ist ja nicht so, als hätten wir den Zeitdruck hier. Schwupp. So. Das kann ja auch was, das ist ja auch was, wenn man in über einer Stunde, in etwas über einer Stunde dreimal ein Spiel durchgespielt hat. Das ist, ja, ich weiß nicht. Das zeugt von entweder super Speedrun-Künsten oder einem ziemlich kurzen Spiel. Aber ehrlich gesagt, so für $3,99, die das Spiel im E-Shop kosten würde, und naja, für die Gratis-Möglichkeit, zumindest im amerikanischen E-Shop, für die man es ja, also bei der man es zu Azure Striker Gunvolt dazu bekommen kann, dafür ist es eigentlich schon mehr als genug. Es ist ja sowieso eigentlich nur eine, wie soll man sagen, ein Vorgeschmack auf Azure Striker Gunvolt und mehr sollte man da auch nicht reininterpretieren. Na, ich muss das so machen. Wenn ich das überhaupt machen muss, müssen muss ich hier gar nichts. So, zack, 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 zack. Du bist weg. Und du gibst mir bitte noch ein bisschen Lebensenergie und bitte nochmal. Ich glaube, der ist extra dafür da, oder? Nee, nicht ganz. Okay, aber ich würde mal sagen, ich hau mir hier mal voll den Prozentsatz voll. Ich habe ja die Zeit. Das war nix. So. Ich guck schon fast gar nicht mehr hin. Ja. So. Wenigstens auf 2 möchte ich kommen. Und, oh, ich habe ein Leben bekommen. Kann ich jetzt überhaupt noch eins mehr bekommen? Ich habe keine Ahnung. Boom. Boom. So. Und hopp. Und hopp. Und wir sind da. Aber will ich noch mehr?
Hier könnte man sich echt gut einen Highscore erfahren, aber gibt es hier vielleicht, wie in manch anderen Spielen, zum Beispiel, ich habe das in Hardcore für, also Core wie Corps geschrieben, für PlayStation 3 und Xbox 360 gesehen, wenn man einen gewissen Multiplikator, beziehungsweise wenn man an einer bestimmten Stelle stehen bleibt und dort den Multiplikator wahllos erhöht, naja, dann merkt das Spiel das irgendwann und gibt einem ein, naja, eine Strafe. Das könnte hier natürlich auch irgendwann der Fall sein, aber weiß man nicht, müsste man ausprobieren, wie weit man gehen darf. Und vor allem wahrscheinlich nicht an dieser Stelle, sondern an einer, wo man einfach nur nach links und rechts immer nur zwischen links und rechts wechseln muss und dort zufällig die Gegner so auseinanderstehen, dass das hinhaut. So, ups. Ja, okay, bis 2,5 gehen wir noch und dann hauen wir dem Gegner, der da kommt, eine rein. Wobei dann unser, Multiplikator sowieso schnell wieder weg ist. Ach ja, die schon wieder. Ich hasse dich. Ah, und unser Multiplikator ist schon wieder auf 0. Auf... Naja. 1, ne? Ah, shit. Egal, ist nicht so schlimm. Bisher sieht's noch gut aus mit meinem Leben und mit ihrem nicht mehr ganz so gut wie mit meinem. Und jetzt habe ich sogar einen Multiplikator von 0. Ist das eben dieses Negativ-Penalty-Ding? Oder was? Oder kommt das immer bei Bossfights? Habe ich das bisher nie gesehen. Und jetzt hau ich hier nochmal BÄM eine rein, yeah! Und okay, wir haben kein Leben dazu bekommen, das kriegen wir nämlich normalerweise, wenn wir einen Bossgegner besiegen. So, und jetzt kommt nur noch der Spiegel. Dieser blöde Spiegel, und das muss wohl dann Sonder sein, beziehungsweise nein, das muss Sonder sein. Na, Hilfe. Und es hat geklappt. Ich habe alle Spiegel wegbekommen. Yeah. So, jetzt laden wir uns nochmal auf. Und BAM. Aha. Ah, nein. Ich hasse das. Haha. Aber das verstehe ich nur wirklich nicht. Was bringt das durch den Spiegel durch zu hüpfen? Da irgendwas mit verbunden? Auf jeden Fall, sie ist weg. Das war's dann schon. Mann. Grauenvoll. Bla bla bla. Outro. Dann Credits. Übrigens, nochmal schlecht geschriebenes Outro. Outro. Schlecht übersetztes und getipptes und so. So, und dann sind wir damit leider auch schon wieder durch. Nicht mal eine Stunde, etwas über eine Stunde, um dreimal ein Spiel durchzuspielen. Okay, wenn man jetzt mal Intros und sowas wegrechnet und Charakterauswahl, sind es wahrscheinlich doch unter, einer Stunde. Ist also ein ziemlich kurzes Spiel, macht aber trotzdem jetzt nicht unbedingt keinen Spaß oder so. Und ehrlich gesagt, so viel weniger Content als in Destiny ist ja auch nicht drin. Den Witz musste ich einfach bringen. So, und dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Man sieht sich zu Azure Striker Gunvolt. Und ja, bis zum nächsten Mal.